Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video von mir. Ich habe mir das Fritzphone C5 gekauft von der Firma AVM. Ja, das ist ja das aktuellste Handgerät, also Deckhandgerät oder Telefon, was gerade von Fritz oder von der Firma AVM auf dem Markt ist. Also wenn ihr meine Videos verfolgt oder meinen Kanal halt verfolgt, wisst ihr, dass ich mir das Fritzphone C4 gekauft hatte, mit denen ich eigentlich zufrieden bin, aber es ist nach knappen 4 Monaten defekt. Also ist kaputt gegangen. Das ist während der Telefonie ausgegangen, ging auch nicht mehr an, Akku war auch voll, wurde auch nicht mehr geladen und es hat drinnen, wenn man das aufgemacht hat, also die Rückseite aufgemacht hat und den Akku rausgenommen hat, hat es nach, ich sag mal, verbrannter oder zu heißer Elektronik gerochen. Aber kein Problem, der Support bei AVM ist ganz okay, also ich konnte es nicht meckern. Ich konnte es halt, oder ich werde es einschicken, die haben mir schon alles gegeben zum Zurücksenden. Und bin mal gespannt, was sie machen, ob es reparierbar ist oder ob ich da ein Tauschgerät bekomme. Ja, und halt über diese Überbrückungszeit habe ich ihm halt das C5 geholt und eben halt nutze auch diese Fritz Phone App da, wo man das dann auch machen kann. Aber eben halt so ein Handgerät ist halt besser. Und wenn das dann repariert ist, ist dann hast du schon halt zwei. Ne? Ja. Aber jetzt dazu, also das ist jetzt dieses aktuelle. Wir können uns mal den Karton aus der Nähe anschauen. Diesmal ist es schwarz und es ist ein bisschen länger als das C4. Ja, so sieht der Karton von der Seite aus. Machen wir ein bisschen schneller hier. Wenn ihr was durchlesen wollt, ich werde alles wieder unten in die Infobox verlinken. Ein Link zu Amazon und eben halt auch der Link zu AVM, wo ihr eben halt dann mal gucken könnt, was es so technische Features hat. Jo, die Rückseite. Oben ist es alles, ja, und unten ist das uninteressant, auch mit Rückseite. Ihr könnt auch nochmal die ganzen Features im Überblick sehen. Wie gesagt, HD-Telefonie. Internetradio. Diesmal ist auch die Standby-Zeit länger. Es sollen 12 Tage Standby sein und 10 Stunden Gesprächsdauer. Bin ich mal gespannt, weil von den C4 war das doch ein bisschen kurz. Da nach 1 bis 1,5 Tage war es leer und dann musste es dann wieder aufladen. Ihr seht ja auch die Schritte, wie man es halt mit der Box verbindet. Also Akku rein oder die Schutzfolie abziehen. Dann die Decktaste gedrückt halten. Und dann verbindet sich das gute Telefon halt mit meiner Box. Ich habe ja die Fritzbox 7490. Jo, die Siegel habe ich hier schon mal gebrochen. Also sie sind schon mal auf. So, und ich bin jetzt auch gerade neugierig. Ich bin jetzt auch hier neu. Also das ist gerade für mich auch neu. Ich habe es vorher nicht aufgemacht, wie das halt alles aussieht. So, machen wir mal den Karton auf. So, da haben wir gleich hier auf der Seite, also auf der, wenn man aufmacht, die Kurzanleitung ist hier drinne. Ja, wie es halt so aussieht, Kurzanleitung, wieder eine kurze Beschreibung überall, was dabei ist, Ladeschale, Handgerät, Kurzanleitung, Akku, vorinstalliert ist er hier und natürlich das Netzteil und hier sieht man, wie man das Teil hier rauszieht. Ja, halt eine Kurzanleitung, das ist jetzt, kann man auch runterladen bei AVM und wieder hier ein bisschen Werbung, ja, das ist halt klar. Und hier haben wir das Handgerät. Oh ja, das ist aber, oh. Also wenn ich das so sehe, das ist schön, das ist hochglanzschwarz und matt, also schön kontrastmäßig, also hier die Seiten sind matt und der Rest ist so hochglanz, auch die Tasten sind matt und dazwischen ist hochglanz, ja, ist toll, also entschuldige, wenn ich immer mal aus dem Blickfeld bin und hier sind, weil ich muss es auch aus mal angucken, und hier sind die Lautstärke-Tasten, ja, laut, leiser. Oh, wie lassen die sich? Oh, die lassen sich aber sehr schwer drücken. Aber sind halt da. Ja, schön. Also auch von hinten sieht es gut aus. Nicht schlecht. Ich werde mir dann aber gleich mal die Rückschale abmachen. Werde mir das mal angucken, wie es aussieht. Hier oben ist auch diesmal der Headset-Stecker. 3,5 mm Klinke. Also sonst war das hier an der Seite. Das ist jetzt nach oben gewandert. Hier laut und leise Tasten, die waren vorher auch nicht da bei den C4. Ja, der Lautsprecher hinten ein bisschen anders gemacht.
Ja, cool. Ich muss auch sagen, bei den C4, das hatte hier so einen silbernen, besser gesagt, so einen grauen Rand. Und der ist schon, ich meine, wenn man ein bisschen schwitzt, ja, oder durch ja, halt, ja, fettige Haare oder wie auch immer, ist das hier schon das Grau abgegangen. Es ist halt schön, dass es jetzt hier unempfindlicher ist. Also sieht jedenfalls so aus. Und es sieht hübsch aus. Also, jo, matt und hochglanz, schön. Also bin ich schon mal begeistert. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, was haben wir hier unten drunter? Da ist dann halt der Rest. Natürlich die Ladeschale. Was haben wir hier noch? Das Ladegerät. Und was haben wir hier noch? Ganz kurz mal schauen. Auch sowas, wo man so einen Nachtrag hat, eine Ergänzung. Jo, das war's erstmal. Ich füge mal den Karton beiseite, weil der Rest ist ja uninteressant. So, da haben wir das Telefon, die noch eingeschweißte Ladeschale und hier das. Das sieht immer dreckig aus. Seht ihr das? Da ist immer so Staub drauf halt. Ist immer so Fusseln. Ja, da haben wir hier das Netzteil. Und hier die Ladeschale. Die Ladeschale ist mit so Folie umwickelt. Genau. Und die Ladeschale ist hochglanzschwarz. Ja, und auch wieder mit matt. Und relativ schwer. Ja. Das ist, ja, dass es halt nicht umfällt und hier wird es halt dann reingesteckt. Sieht nett aus, also hübsch. Kann man nicht meckern. Und hier unten ist auch wieder so Gummi. Und hier seht ihr auch, seht ihr was? Was sieht man da? Power Only, bla bla bla. Nichts weiteres. Ja. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich werde vielleicht gleich nochmal einen kleinen Cut machen. Da sehen wir mal die Innenseite, wie es so das Telefon innen aussieht. So, Bis ihr gleich. seht, ich habe die Rückseite abgemacht und die geht verdammt schwer ab. Was ich gut finde, bei den C4 ging das relativ leicht ab, also diese Rückabdeckung hier. Ihr seht schon, die sieht auch ein bisschen anders aus. Das ist hier getrennt. Der Lautsprecher ist hier ja, so verschlossen. Das war bei den anderen nicht so. Und hier ist halt der Akku drin. Da ist dieses Plastikding zum Rausziehen. Den Akku mache ich jetzt nicht hoch, weil da sieht man die Seriennummer drin vom C5, was ich hier habe. Und ja, es ist ganz normal. Der Akku ist auch derselbe wie bei den C4 müsste es sein. Lithium-Ionen-Akku mit 750 mA, 4,2 Volt oder 3,7 Volt. Also nee, das ist zum Laden und da hat 3,7 Volt Betriebsspannung. Okay. Jo, das war's eigentlich schon. Ihr seht auch, ich habe auch hier gerade die Schutzfolie abgemacht. Hui, na gehst du weg. Hier, hart drauf, furchtbar. Jo, so sieht es halt dann aus. Und ich werde es zum Anmachen. Ist halt hübsch. Basis wird gesucht. Wird synchronisiert. Ist synchronisiert. Synchronisieren wird immer noch. Okay. Ja, ich habe wieder Internetprobleme. Ja, und die Tasten sind auch weiß und auch schön hell. Kann man nicht meckern. Also. Hübsch, hübsch. Jo, das war's von den C5. Und ein hübsches Telefon. Und der Preis ist auch okay, wie ich finde. Jo, das war's wieder. Bis demnächst wieder. Euer Digga Yoshi und tschüss.